Draußen das Wetter eiskalt, Frau Holle lauert schon. Drinnen auch eiskalt, locken süße Gaumenfreuden. 12 Eismacher sind schweißtreibend am Werke. Die italienische Dominanz ist unverkennbar. Mandeleis mit Amaretto-Geschmack, mit Maracuja-Soße und Aprikose-Soße. Ein bisschen Maracuja ist ungefähr 20% wegen des Saures. Ein bisschen Saure schmeckt besser mit dem Mandelkontrast. Das ist eine Pistazie mit Marzipan, Nutella und Kokosnuss. Massimo Caroccioli ist Sizilianer. Giovanni Santini kommt aus Friaul. Beide haben seit Jahrzehnten Eiscafés in Sachsen-Anhalt und zeigen beim norddeutschen Vorentscheid in Bagdeheide, was sie so drauf haben. Kreativ? Beide natürlich. Der eine wohl überlegt, der andere eher spontan. Das war ganz spontan, dass wir kommt heute und haben ja diese, habe ich das zwischendurch nach Hessen und Glas Wein, schön Glas Wein italienisch. Ja, haben wir das alles entwickelt. Doch nicht alles ist in italienischer Hand. Jan Böthern kommt aus Meldorf und will mit norddeutschen Ideen mitmischen. Damit die Norddeutschen auch wissen, dass man in Norddeutschland ist, macht man Wellen rein. Ne? Ich gebe mich lieber bescheiden und schau mal, wie es so wird. Ich sag mal, probieren geht über studieren. Ich habe jetzt mein Eis leider nicht so aufgetürmt, aber ich denke mal, das wird auch in Ordnung gehen. Bei einer Expertenjury müssen die Eismacher ihre Kreationen vorstellen. Ein beneidenswerter Job zum Genießen. Aber hier wird auch hart und streng geurteilt. Pistazien allein ohne alles wird bestimmt lecker. Ist eigentlich schade, wenn man das kennt, ne? und man panzt so ein bisschen diesen Geschmack, der ja gut ist. Ne? Ja, auch für das Marketing und so ist gut. Aber eigentlich ist man ja als Fachmann so ein bisschen traurig. Ach, das schöne Bronte, Pistacchio di Bronte. Und zack, der haut das drin, alles möglich. Ja. Wobei das gut ist. Nur dabei sein oder weiterfahren nach Berlin zum Gelato-Festival 2019. Das ist heute Programm. Die Gewinner könnten dann ins deutsche Team aufsteigen, das 2021 zur Weltmeisterschaft in Italien um die Goldmedaille kämpft. Jetzt aber erstmal die Nord- und Ostdeutsche Meisterschaft. Christiane von Posse live in Bagdeheide. Christiane, bitte. Ja, wir stehen hier gerade vor der Küche. In die paar Quadratmetern haben heute 12 Leute geschuftet, um das hier herzustellen. Es hat sich mit anderen Worten gelohnt, wenn wir hier einmal gucken möchten. 12 Leute, 12 Eis. Nur eine konnte allerdings gewinnen mit der Hauptpunktzahl. Man konnte sich nicht ganz entscheiden. Es gibt 2 dritte Plätze, 1 zweiten und 1 ersten. Herzlichen Glückwunsch, Carola Stich aus Berlin. Dankeschön. Das ist das Gewinnereis. Sieht super aus. Wie ist der Name und wie bist du drauf gekommen? Der Name von dieser Kreation ist Indian Summer, denn ich habe 2 große Hobbys. Das ist einmal Eis machen natürlich und das andere ist Reisen. Und so werde ich auf meinen Reisen immer ein bisschen inspiriert von verschiedenen Früchten und Zutaten, die es immer so überall gibt auf der Welt. Und dann fahre ich damit nach Hause mit diesen Ideen und kreiere dann was, was vielleicht erstmal ein bisschen verrückt klingt, so wie jetzt. Weiße Schokolade mit Java-Curry von der Insel Indonesien, von der Insel Java. Und das ist noch durchzogen mit einem Mango-Chutney. Also eine schöne, fruchtige Sache im Sommer und halt mal außergewöhnlich, weil Curry im Eis, das hat man jetzt noch nicht so oft gesehen, glaube ich. Das hat die Jury durchaus überzeugt. Dino Dainese, Sie sind ja der Dinosaurier, der Eismacher. Ja. Wonach sind Sie gegangen heute? Ja, eigentlich, wir achten ja auf das Natur. Diese Herstellung, dieses Eis, wenn man den in die Hand nimmt und guckt man, ob das ja zu viel Luft drin ist und dann, ob die Soßen aus Naturprodukten gemacht werden, da achten wir drauf. Dass ja keine Pflanzenfetten, dass es tierische Fetten drin sind, das ist eigentlich, was wir denken, dass immer geht und dass die Qualität ja hält. Also, und alles andere ist natürlich dann ja etwas ein Versuch, aber das schmeckt man ja raus, wenn man schon 48 Jahre in einer Eisproduktion ist, das schmeckt man ja raus, wenn eben die Geschmack ja eben durch Geschmackverstärker gebracht werden. Das können Sie schon rausschmecken, toll. Das kann man rausschmecken, ja. Das kann man nach langen Jahren probieren. Diesmal geht der Preis nach Berlin. Wie schwer fällt das am Italiener? Ganz kurz. Ich finde das ganz toll. Also der Beste soll gewinnen und wir sind Europäer. Ja, herzlichen Glückwunsch auch mal. Ja. Und wir hoffen, dass es dennoch weitergeht nach Berlin, nach Italien dann. Vielen Dank. Vielen Dank.
Jo, vielen Dank, Christiane, live aus Bagdeheide.